Und damit willkommen zu Part 2 hier mit The Legend of Zelda The Miniscap. Ja, so, wir waren ja gestern, haben wir das Erdelement geholt und jetzt wollen wir natürlich direkt weitermachen hier mit unserem schönen Spielstand. Und ich hoffe, ich weiß noch genau, wir waren im Waldschrein. Ich habe nämlich was vergessen von gestern. Ich wollte gucken, wie wir dieses eine Herzteil noch rausbekommen, weil dann würden wir ja jetzt schon 5 Herzen haben, theoretisch. Nur das eine Herzteil habe ich noch nicht gefunden. Konnte man das nicht irgendwie verschieben hier? Auf der anderen Seite, schätze ich mal. Gut, dann gehen wir da noch doch mal hin. Wir wollen doch mal schauen, ob wir das eine finden, weil das wäre mir schon ziemlich wichtig. So, dann schieben wir die jetzt hier mal so weg, dann können wir da mal hin und her gehen. So. Das Herzteil war ja, lass mich überlegen, hier nicht. Wir mussten auf jeden Fall auf die andere Seite. So, jetzt komm hier, so, weiter, weiter, weiter. So, ich schätze mal, ich weiß auf jeden Fall, so, hier. Ich glaube, das war hier doch oben, ne? So, genau. Und wie wir da oben hochkommen, das weiß ich. Ha, jetzt... Aha, ja, alles klar. Gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Okay. So, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal 5 Herzteile. Jetzt müssen wir zurück zum Anfang, weil jetzt hat sich eine blaue Platte gebildet. Da hätte ich einfach mal ein bisschen mehr noch frei machen müssen, dann hätte ich das gesehen. So, ab wieder zum Start. Gut. Ach Mensch, haben sich die Steine schon wieder weggemacht hier? Brauche ich die ja gar nicht immer machen, wenn sich das eh immer erneuert. So, ich benutze jetzt mal den Analogpad, weil das nervt mich hier gerade so ein bisschen, weil die Knöpfe irgendwie noch nicht so wirklich ganz funktionieren. Oh, ich wollte gerade sagen, ich komme nicht mehr weg hier. Oh. So, jetzt, Leute, holen wir uns den letzten Container und haben damit alle 4 Herzteile zusammen. Und damit haben wir jetzt 5 Herze. Juhu! Gut, dann brauchen wir hier auf jeden Fall nichts mehr holen. Dann haben wir alles. Dann können wir jetzt zum Ältesten zurück und ihm zeigen, dass wir das Fragment, das Erdelement, gefunden haben. So, jetzt sind wir wieder Dorf der Waldminis. Ich sag immer Minis, weil, ja, ich habe das früher auch schon Minis genannt. Ich glaube, es heißt eigentlich Minish. Und es heißt auch nicht Hyrule, sondern Hyrule oder so. Aber ich finde, das hört sich einfach besser an. Hyrule, statt Hyrule. So. Wollen wir den Knacki mal ansprechen hier. Ah, ihr habt das Erdelement gefunden. Du bist noch jung, aber deine Kraft und dein Mut sind beachtlich. Macht weiter so und sucht das nächste Element beim Gongolberg. Im Gongolberg lebt ein Mann namens Melta. Unter den Minish ist nur er in der Lage, das Schwert neu zu schmieden. Er wird das zerbrochene Schwert der Minis für euch reparieren. Ich werde ihn benachrichtigen. Passt auf euch auf. So, jetzt macht er uns hier diesen schönen Vorhang beiseite. Oh ja. Geht dort entlang. Das ist eine Abkürzung. Durch den Wald. Der Älteste ist eine große Hilfe. Nun dann, bring uns doch gleich zum Gongolberg. Hm, na gut. Dann werden wir das doch mal machen. So, wir sind ja jetzt noch Mini. Und ich würde mal sagen, hier müssen wir wahrscheinlich... Ich glaube, der Typ hier gibt uns Bomben, kann das sein? Grüne Kleidung und eine komische Mütze. Bist du vielleicht der Mensch Schwene, der das Erdelement gefunden hat? Es ist also wahr, ich habe schon von dir gehört. Ich habe Heureta, der Itemerfinder. Ich bin Heureta, oh Gott. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege versperrt sind. Ich gebe dir etwas Feines, das dir bestimmt weiterhelfen wird. Bombentasche enthalten und 10 Bomben gratis dazu. Räume damit alles Mögliche aus dem Weg. Juhu! Jetzt haben wir die Möglichkeit, Bomben zu legen. Cool. So, hier haben wir Träger der heiligen Macht des Windesflügel mögen nun auch dich tragen. Bumm. Was war das denn? Es ist explodiert. Hm, Kindchen, guck mal da, auf dem Boden ist diese merkwürdige Mal. Was könnte es bedeuten? Hm, ich habe leider selbst keine Ahnung, sehr rätselhaft. Ich weiß, was es bedeutet, aber dazu später mehr. So, erstmal hier diese... Da kriegen wir ja auch Bomben, glaube ich, ne? Oh Mann, ist das aufregend. So... Dann nehmen wir die Bomben doch direkt mal auf A. So, und explodieren das Ganze hier mal. Okay, das hätte jetzt gereicht, sogar wenn ich nur eine Bombe gelegt hätte.
Was soll man machen? Die Bomben können wir übrigens auch hochheben und dann werfen. So, machen wir hier nochmal frei. Boah, diese Musik immer herrlich. 20 mysteriöse Muscheln erhalten. Ich hasse es, mit A irgendwelche Truhen zu öffnen, währenddessen ich die Bomben in der Hand habe. Weil manchmal verfehle ich das auch und dann ist das nicht so witzig. So, dann schauen wir doch mal, was hier noch ist. Hier hätten wir sogar schon vorher hingekommen. So, und jetzt gehen uns langsam auch, glaube ich, gleich die Bomben aus. Noch 6 Stück haben wir. Und damit müssen wir auf jeden Fall noch zur Stadt kommen. Dann gucken wir, was wir hier... Sieh doch, dieses Fragment. Hast du so eins schon mal gesehen? Was? Du weißt nicht, was Fragmente sind? Dann finde es erstmal heraus. Ja, das meinte ich mit Fragment. Ich hab's gerade verwechselt schon. Fragmente sind ja diese Dinger, die man mit L drücken. Tja, bei meinem Nintendo DS, wo ich das Spiel früher gespielt habe, war leider der L-Knopf kaputt und dann konnte ich bei dem Spiel leider nicht weitermachen, wo ich dann das erste Mal ein Fragment zeigen sollte und musste dann jemanden bitten, schnell einmal das Spiel zu nehmen und dann einmal das Fragment zu benutzen, weil ja, war schon ein bisschen blöd, dann konnte ich dann nicht mehr weiterspielen, ne? Ich brauche Bomben, Leute. Hier irgendwo müssen doch Bomben sein. Aua. Ah, hier können wir noch ein bisschen zerstören. Hier können wir die in der Hand nehmen. Aber sollten wir auch irgendwann dann wieder loslassen, weil sonst bum 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 bum. Oh, witzig. Wie süß. Haben die irgendwo mal Bomben? Ja! Bomben erhalten. Sie gehören in die Bombentasche. Ja, das weiß ich. So, zack. Aber hier waren wir doch schon mal, ne? Ja, hier waren wir schon mal. Das war das Herz, was gerade so rausgekommen ist. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt einfach erstmal weiter, würde ich sagen. Denn hier sind wir jetzt südliche Ebene von Hyrule. Also Leute, bitte, ihr müsst nicht rummeckern, dass ich Hyrule sage. Ich finde es einfach besser. Ich mag den Namen Hyrule mehr als Hyrule oder so. Hyrule. Hyrule hört sich so high an. Oh. Ich glaube, hier können wir noch nicht lang gehen. Oh Gott. Au. Na gut, okay, wir gehen jetzt hier mal runter. Ah ne, hier müssen wir ja mit Fragmenten, dann wird das hier, diese Pfütze geht dann weg und dann kommt da so ein Geheimgang. Aber hier können wir rein in die Höhle. Ich glaube, da sind sogar Rubine drin. Oh, die werden ein bisschen schräg, ein bisschen ausgleichen. Und mysteriöse Muscheln haben wir hier auch schon. Ah ne, eine Fee. Du hast eine Fee gefunden, sie gibt dir neue Energie. Ah ja, stimmt ja. Ich glaube, das ist sogar, wenn man immer rein und raus geht, kommen die immer neu, ne? Ja. Die können wir später auch in Gläser fangen, wenn wir unsere erste, also wenn wir unsere erste Flasche haben. So, jetzt gehen wir in Hyrule rein. Stadt Hyrule. Und hier kommt jetzt das, was ich meinte, dieser Typ mit den Fragmenten. Und hier konnte ich dann leider nicht weiterspielen. Hallo, mein Freund. Komm ruhig näher. Oh, geht das Gehen schon wieder los. Sammle Glück, so viel du kannst. Glücksfragmente zum Beispiel, passende Fragmente, geschieht etwas Tolles. Unser kostenloses Angebot, Glücksbeutel zum Sammeln von Fragmenten. Einmalige Gelegenheit. Ja, ja, ein Glücksbeutel für dich. Kinder bekommen heute einen umsonst. Ich bin kein Kind. Du bekommst auch einen. Ein Glücksbeutel erhalten. In ihm kannst du Glücksfragmente transportieren. Drücke Start und schau dir den Inhalt im Statusmenü an. Okay, ich drück mal A. Ja, das ist jetzt das Herzchen. Fügt man zwei Glücksfragmente zu einem Glückssiegel zusammen, nennt man das Fragmente vereinen immer. Es heißt, sind zwei Fragmente vereint, kommt das Glück herbeigeeilt. Aha, ich habe ein Fragment in deinen Glücksbeutel gelegt. Lass es uns gleich ausprobieren. Siehst du jemanden wie mich, kannst du mit ihm Fragmente vereinen. Drücke dafür L. Drücke bla 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 bla, ja, das weiß ich alles. Klar verstanden. Drücke L, wenn du vor mir stehst und dann heißt es Fragmente vereinen. Ja, genau, drückst du L, erscheint das Menü Fragmente vereinen. So, und jetzt können wir eigentlich ein Fragment wählen, wir haben aber nur eins, also drücken wir jetzt A und vereinen es. Die beiden Fragmente passen perfekt, jetzt geschieht etwas Wunderbares, ja. Blau ist so mittelmäßiges Wunderbares, jetzt auf der Welt öffnet sich irgendwas, zum Beispiel jetzt das. Das ist, glaube ich, in der Nähe von unserem Haus, wenn ich mich nicht irre. Von unserem Großvaters Haus. Ja, wunderbar, da können wir dann direkt gleich hin mal und gucken. Und die roten sind dann immer was wirklich richtig krasses. Manchmal goldene Mobs, die bringen dann irgendwie ganz viele Rubine. Und grüne sind so Standardsachen, so kleine Sachen halt, ne? So, jetzt sind wir gerade schon in der Hyrule. Jetzt gehen wir aber einmal wieder zurück, denn ich möchte jetzt natürlich einmal schauen. Oh, meine Fresse nochmal. Ihr könnt auch nichts anderes außer Nüsse spucken, ne? Ich hasse euch, echt, wie die Pest. So,
Wir gehen jetzt mal zu dem. Diese Baumstümpfe hier gibt's ja gar nicht. So, was ist hier passiert? Ein Herzcontainer! Ne, Herzteil. Oh Gott, ich verwechsel Herzcontainer immer. So, jetzt heißt, das brauchen wir jetzt noch drei Herzteile und dann haben wir eigentlich soweit auch alle und haben wieder ein Herzteil mehr. Gut. Wunderbar. Dann gehen wir natürlich jetzt erstmal in Stadtirule rein und schauen mal so, was die Stadt so zu bieten hat. Hier hätten wir zum Beispiel den Kaffeeladen. So, der könnte jetzt mit uns wieder vereinen. Oh Gott, Entschuldigung für diese kurze Pause. Du besitzt doch keine Fragmente. Wie willst du denn Fragmente vereinen? Ja, wir müssen jetzt Fragmente sammeln. Die findet man ganz oft auch so im Rasen, im Gras und so. Und das ist der eine Postbote. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, Sachen zu kaufen. Die können wir so nehmen und dann nach vorne gehen und dann einfach wieder mit R ablegen. Raus können wir jetzt leider nicht. Also stehlen funktioniert nicht. Ich wollte mal wissen, was ist das eigentlich hier? Geldbörse. Sie macht 80 Rubine. Da passen viele Rubine rein. Ach so. Kann ich nicht kaufen. Ja, das sollten wir machen. Noch ein kleiner Schild. Das liegt wahrscheinlich da, wenn man seins verliert. Ja, das kann man verlieren. Gut, dann würde ich sagen, sammeln wir jetzt erstmal Rubine bei der Tante hier. Die kann uns nämlich Hühner und Aufgaben geben. Dafür nehmen wir aber jetzt mal natürlich lieber das Schild in die Hand. Da kriegen wir Rubine, wenn wir Hühner fangen. Die Hühner sind weg. Hilfst du mir, sie wieder einzufangen? Ja, klar. Gut, dann fange zwei Hühner in 25 Sekunden ein. Okay, ja, das ist alles klar. Zwei Hühner ist ja leicht. Wir fangen die mit R ein und werfen sie mit R wieder in den Stall. Und zwei Hühner ist wirklich sehr schnell und gemacht. Dafür können wir schon mal gucken. Hier haben wir das dritte Huhn. Können wir uns mal ein bisschen überlegen, so wo die Hühner alle sind. Hier ist das vierte, fünfte. Gut, dann muss man halt schauen, wie man das am besten macht. Wir haben jetzt drei Hühner, wir brauchen nur zwei und da kriegen wir Rubine, also ein bisschen Geld kriegen wir halt. Und das wird immer schwerer mit Aufgabe zu Aufgabe. Aber um uns jetzt erstmal die Tasche zu kaufen. 10 müssen wir Mischeln erhalten, kein Geld. Ach doch, 30 Rubine, okay. So, wir können nämlich nicht mehr als 100 tragen, das wäre ziemlich blöd. Wir haben jetzt schon 10 Rubine Verlust gemacht, deswegen kaufen wir uns jetzt einmal die Tasche. Ich glaube, dann können wir sogar bis 300 Rubine tragen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, die wollen wir kaufen. Jetzt kannst du mehr Rubine tragen. Ja, wie viele? Okay, steht nicht. Dann machen wir jetzt noch einmal Hühner fangen, würde ich sagen, damit wir noch ein bisschen Geld haben jetzt, weil jetzt haben wir natürlich ein bisschen was verloren. So, okay. Ja, oh weh, die Hühner sind weg. Ja, will ich. Wie viele? 3 Stück. Okay, das geht auch noch. Und wir kriegen immer wieder mysteriöse Muscheln. Ups. Ist auch cool eigentlich. Immer wieder mysteriöse Muscheln. So, 1, 2 und 3. So, dann hätten wir wieder die 3 fertig. Dam, dam, dam. Die gelben sind fies. Die springen irgendwann weg und deswegen muss man sie manchmal loslassen. Na, kriegen wir das noch? Nein, kriegen wir nicht. Ist auch nicht. Wir haben es jetzt eigentlich auch schon geschafft. 10 mysteriöse Muscheln und 30 Rubine. Juhu! Komm, machen wir noch einmal, damit wir noch ein bisschen Geld haben. Dann haben wir auch die Tasche wieder drin. So, 4 Hühner, ne? 4 Hühner in 30 Sekunden, ja, alles wunderbar. Dann haben wir hier wieder das erste. Ja gut, wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir es natürlich nicht. Aber doch, doch, das sieht gut aus. 1, 2, 3. Nehmen wir ein gelbes oder nehmen wir das hier? Wir nehmen das hier. Ups. So, und das vierte. Die weißen Hühner kann man so lange tragen, wie man will. Und die gelben sind halt richtig fies, weil die gehen dann irgendwann mal weg von oben. Und ja, naja, gut. So, der Postbote ist auch da. So, wunderbar. Danke hier zum Dank. 20 mysteriöse Muscheln und 40 Rubine. Ja, das ist doch cool. Haben wir 90, gut, passt. Okay, dann wollen wir jetzt erstmal gucken, was wir so... Ich würde gerne noch einmal Hühner fangen, aber nee, das wird dann irgendwann zu langweilig, wenn wir immer Hühner fangen gehen. So, hier kommen wir nur rüber, wenn wir klein sind. So, hier kommen wir gar nicht rein. Doch, hier kommen wir rein und diese 3 Truhen, also da, die habe ich noch nie bekommen, noch nie aufgemacht bekommen und auch das Herz nicht. Weil ich weiß nicht, wie man diese scheiß Tür öffnet, wirklich, ich habe keine Ahnung. Das ist schon, aber schon sehr, sehr lange so. So, hier gibt es Schuhe. Aber der bringt uns momentan nicht viel. Ich glaube, momentan gar nichts bringt er uns. Wir brauchen da eigentlich auch nicht kleiner werden. Wir kommen da eh nicht raus. So, die Tür ist noch zu, okay. So. Ach so, ja. Das können wir mal befreien hier mit dem Ding. Dann kommt hier bald ein neuer Verkäufer hin. So.
Irgendwann steht dann da einer und der verkauft uns dann mit dem Fläschchen da irgendwie solche Sachen. So, hier ist noch zu, sieht's aus. Ich möchte spielen, aber der Laden ist noch zu. Okay. Hier können wir runterfallen, glaube ich. Ja, geht das irgendwie noch? Das ging doch mal, oder? Ah, ja, perfekt. So, jetzt sind wir runtergefallen. Ich glaube, hier können wir aber noch nicht viel machen. Nee, leider nicht. Dazu müssen wir schwimmen können. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt erstmal weiter, was unsere Aufgabe eigentlich ist. Sprechen wir mal den Hut. Der Gongolberg ist ein steiler... Ah, ja, ich weiß schon, was er möchte. Ich weiß, wir sollen zum Gongolberg. Also, hier sollten wir eigentlich noch gar nichts Wirkliches machen. Ist die Tante hier schon da mit Milch? Nee, auch nicht. Eigentlich noch gar nichts, ne? Kann das sein? Ach, die lässt uns... Ah, ich weiß, was wir machen müssen. Die Wache lässt uns nicht durch, solange wir keine Fertigkeiten erlernt haben. Wir müssen jetzt mit dem Schwert unsere erste Fertigkeit erlernen, also unsere erste Fähigkeit. Ich glaube, die erste Fähigkeit ist Schwert aufladen und die erste Umdrehung zu machen. Dann schauen wir das doch mal. Das ist nämlich hier unten. So, ich bin Magnus, der Meister der Schwertkons von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bin ich. Zunächst zeige ich dir die wichtigste Grundtechnik, die Wölbeattacke. Ja, halten, ja. Das wissen wir alles, das brauchen wir nicht zu wissen, das brauche ich nicht vorlesen. Ja, ausgezeichnet, so dann schnell, ja. So, bla 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 bla. So, jetzt zeigt er uns das einmal vor, von uns selber. Das bin ich jetzt noch nicht. Hui! Ja, so, nun versuche es selbst. Knopf drücken, ja, kann ich. Hier, guckst du. Guckst du Schild, guckst du Schild, ist voll geil, ne? Hier, guckst du. Ups. Guckst du Schild. Voll geil, ne? Oh, okay, machen wir jetzt hier diese Attacke. So, aufladen und... Voila, wir haben es geschafft. Hervorragend, du hast Talent. Ja, bla 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 bla. So, wir haben jetzt die Wirbelattacke gelernt. Ja, danke schön. Und jetzt wollen wir mal raus. Und natürlich der Wache unsere neuen erlernte Wirbelattacke zeigen. Das wird toll, das wird richtig toll. So. Hallo Wache, du lässt uns nicht durch. Warum? Oh, du hast die Wirbelattacke gelernt. Lass mich überprüfen, ob man... Zeigst du mir die Wirbelattacke? Na klar, guckst du hier, guckst du Schild. Guckst du. Nein, so. Zeigen wir ihm den Rücken. Ja, du hast mich überzeugt. Es sind viele Ungeheuer unterwegs. Also sei vorsichtig. Postbote. Der springt einfach über den Hund rüber. Das ist richtig krass. Na gut, so. Wir kommen jetzt endlich hier durch. Und hier sind die Monster schon richtig doll. Jetzt wollen wir das erst Attacke eigentlich, wollte ich gerade machen, aber hat nicht funktioniert. Rubine. So, hier kommen wir runter, aber ich glaube, das funktioniert noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir können es aber mal ausprobieren. Nee, wir können noch nichts aufladen. Schade. Aber hier ist eine Bombe. Also du Bombe, Bombe auf Rücken. Ah! Cool, ne? So, hier haben wir wieder, jetzt brauchen wir das Schild. Und machen wir mal von der Seite. Katschinga! Boah! Und schon sprechen wir den Typen. Tut mir leid, wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch eine Flasche für 20 Rubine. Ja! Woll ich haben! Danke, eine leere Flasche erhalten. Cool, damit kann ich Wasser transportieren. Die leere Flasche haben wir jetzt hier unten. Davon bekommen wir wahrscheinlich später noch. Davon können wir 4 Stück haben. Und eine davon befindet sich noch in dem Laden. Kann ich jetzt noch nicht sagen, dieser eine Laden, wo wir drin waren, wo wir versucht haben, Sachen zu klauen. So, hier müssen wir zwar nicht hin, aber ich will trotzdem mal einfach schauen, was wir hier so Schönes haben. Gut, nur Wasser. Ich glaube, die Viecher, die droppen eigentlich fast immer diese blauen Rubine. Also es ist immer sehr oft, dass sie die droppen. So, hier ist auch nichts gut. Dann gehen wir jetzt erstmal einfach, würde ich sagen, weiter zum Gongolberg. Und da sind wir auch schon. Jetzt nehmen wir mal wieder die Bomben und das Schild direkt mit in die Hand. Zack. Und eine Flasche können wir eigentlich auch schon mal machen, damit wir das Wasser haben. Ja, ich habe Wasser in die Flasche gefunden. So, zack, zack, zack. So, und wir nehmen gleich nochmal wieder Wasser mit, falls wir es noch brauchen. So, okay. Wieder das Schwert in die Hand. Und die Schild brauchen wir jetzt auch. Genau. So, tut mir leid wegen der Nuss. Mein Freund verkauft in seiner Höhle im Süden der Bele-Hochebene ein sehr praktisches Werkzeug. Wenn du auf den Gongolberg gehst, solltest du nach ihm suchen.
Ach, das ist der Typ, der uns wahrscheinlich diese Kletterarme verkauft. So, hier oben haben wir so einen schönen roten Rubin. Ich glaube, die lassen sich aber auch sehr schnell verarschen, diese Rubine. Weil ich glaube, auf diesem Gongolberg hier sind Viecher, die so aussehen wie Rubine, aber es sind keine in Wirklichkeit. Ja, die sind auch lustig hier, diese Dinger. Die muss man zweimal schlagen, dann sind sie auch tot. So. Dann mit dem mache ich jetzt erstmal gar nichts. War das nicht so mit diesen Staubviechern, dass man die wegwehen konnte? Ja, konnte man. Ha. Weil sonst tun die nämlich weh. Okay, hier muss ich auf jeden Fall eine Bombe hinlegen. Das weiß ich schon. Und dann hole ich mir auch gleich das Gongolwasser. Dann müssen wir hier nicht doppelt laufen. So. Gleich mal nach oben gehen hier. Erstmal natürlich die Kacke klein machen und töten. So. Oh ne, wir brauchen ja die Wasserflasche. Die kippe ich schon mal aus, weil wir die gleich brauchen. Ah, warte, nehmen wir noch die Bomben mit. So, jetzt einmal klein machen. Ach, dadurch, dass es jetzt ein Stein ist, können wir natürlich die Frequenz jetzt nicht überspringen. Wir müssen sie leider anschauen, weil das diesmal ein Stein ist und kein Baumstumpf. Bum, bum, bum. Und schwupp sind wir klein. Ja, wunderbar. Super. Diese unheimliche Stein. Bla, bla, bla. Ja, das weiß ich alles. So, und nun gehen wir uns erstmal Gongolwasser holen. Dadurch, dass wir klein sind, das ist ziemlich praktisch. Man kann kleine Pfützen in einer großen Flasche aufsammeln. Ups. So, wunderbar. Und wir haben Gongolwasser erhalten. Ja, wir verlieren immer noch kein Leben. Also, wir verlieren immer noch nicht Leben, wenn wir ins Wasser springen und da fast ertrinken bei. So, damit wir das Gongolwasser nicht aus Versehen auskippen, packen wir gleich das Schild wieder auf A. Ich glaube, wir werden aber gleich erstmal wieder Bomben brauchen. Schätze ich mal. So, gehen wir jetzt erstmal hier wieder raus. Ach komm, wir machen die Viecher nochmal tot, weil die bringen Herzen. Also einige. Na, bringt auch noch ein Herz. Nein, nur das ist nicht gelohnt. Hat sich nicht gelohnt, kaputt zu machen. So. Ah, cool. Das ist doch super gelaufen. So, wollen wir mal schauen hier. Hier ist noch so ein Eingang. Moment, 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 Moment. Ha. Hier müssen wir nochmal kurz rein. Haben wir die Bomben immer in die Hand. Ne? So, dann schauen wir mal, was wir hier drin haben. Ach so, das ist eine Höhle. Ah, Moment, vielleicht kann es sogar sein. Moment, wir gehen hier raus. Vielleicht mussten wir hier sogar rein. Wir schauen jetzt erstmal, was wir hier drin haben. Ah, habe ich mir nämlich gedacht. Diesmal ist es andersrum. So, was will der Typ? Tut mir leid wegen der Nuss, ich verkaufe dir auch Bomben. 10 Stück, 30 Rubine. Ne, Bomben finde ich so. Die brauche ich nicht. Aber ey, der will Fragmente vereinen. Och, scheiße, ich habe aber noch keine. Kacke. Na gut, okay, wir bekommen Fragmente auch so manchmal in Truhen. Deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, dass wir später gar keine Fragmente haben. Am Ende haben wir so viele. Ich kaufe mir nämlich immer diese für Rubine, diese... Es gibt ein paar, nicht Bugs in diesem Spiel, aber es gibt ein paar Orte, die wirklich sehr gut sind, wo man Rubine findet und davon... Ja... Sachen finden kann. Autsch. Rubine bekommt und auch Fragmente ganz viele. Also ist eigentlich ziemlich schlau. Aha, jetzt fällt es mir wieder ein. Kindchen, wir sollten von oben in diesen Wirbelwind springen. Ja, bla bla, ich weiß es. Ich weiß es, ich bin nicht dumm. So, Herz. Mann! Hui! Das ist witzig! Und nochmal da rein. So, okay. Zack, zack. Tot. So, hier ist jetzt, glaube ich, nichts. Ah, da war irgendwas. Das Ding konnten wir, wenn wir klein sind, natürlich noch nicht anheben. Irgendwas war da, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir hier erstmal alles frei machen müssen. Weil hier so ein Stein ist. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal klein, gucken, was wir machen können. Weil wir können ja hier noch. Gehen wir erstmal hier rein und gucken, was wir hier Schönes haben. Weil wir wollen ja... Oh, ho, ho. Aha. Okay. Oh, wenn ich runterfallen, muss ich wieder von vorne anfangen. Das weiß ich schon. Okay, da haben wir unser erstes Glücksfragment. Ich laufe jetzt hier einfach mal so durch die Stacheln. Okay.
Ja. Aber ah, da verlieren wir, glaube ich, Leben. Ja, tun wir. Das war jetzt keine Demonstration. Ich bin da gerade wirklich aus Versehen wieder reingefallen. Also gut, hier gab es jetzt nur ein Glücksfragment. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt, auch wenn wir klein sind, die Sachen anheben können. Also dieses komische Viech da. Weil sonst müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, wir können das nicht anheben, wenn wir klein sind. Oder wir können. Ah, nee, das kommt später. Das ist noch was anderes, glaube ich. Ja, wir können. Natürlich können wir das tragen. Oder auch nicht. Irgendwie. Ach, wir müssen das rausnehmen. Ach ja, da war ja natürlich. Wir müssen das rausnehmen. Stimmt ja. Voll vergessen. Und ich glaube, hier müssen wir das Gongolwasser reinkippen. Sonst wächst die Pflanze nicht. Ha! So sind wir. So sind wir. So, so gut. Hoho. So. Okay. Gehen wir mal wieder hier weg. Ich hoffe, das ist wirklich die Pflanze mit dem Gongolwasser. Sonst haben wir sie jetzt gleich verschwendet. Ja, das ist sie. Perfekt. So, wunderbar. Wir gucken noch einmal kurz, was wir hier draußen haben, weil da gibt es ja noch was. Da kommen wir mal runter. Gut, runterspringen tue ich jetzt nicht, aber wir gucken einmal, was wir hier noch Schönes haben. Keiner von denen hat ein Herz für mich, weil langsam geht das Leben runter. So, das sieht natürlich schon sehr, sehr aus, um eine Bombe zu legen. Und natürlich hatte ich recht. Dann schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Kann das sein, dass wir hier Bomben brauchen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Schauen wir mal. Wir schauen mal, ob wir hier Bomben brauchen. Wenn ja, das wäre cool. Oh ja, wunderbar, cool. Super. Okay. Okay. Dann haben wir hier schon mal wieder ein zweites Herzteil. Das heißt noch zwei Stück. Und wir haben, würde ich sagen, zwei Fragmente, ne? Oh, einen großen Rubin. Alter Schwede, geil. Und ein Glücksfragment. Ja, perfekt. Dann haben wir schon zwei blaue Glücksfragmente und 150 Rubine jetzt. Ich glaube, wir können wirklich 300 tragen. Hoffentlich. Weil manchmal findet man in Truhen echt gute Sachen und dann kann man auf einmal nichts mehr tragen. Das ist schon echt kacke. So, dann werden wir jetzt erstmal. Wir speichern natürlich jetzt erstmal. Unser erster Speichervorgang nach 30 Minuten, glaube ich. Ich kann das immer nie richtig ausrechnen mit 41.000 Frames. So. Dann gehen wir jetzt erstmal nach oben und schauen, was wir haben. Gongolberg sind wir immer noch, ja. So, gehen wir erstmal hier hin. Ich glaube, hier müssen wir auch hin. Weil hier verkauft uns dieser Typ. Ich glaube, da fällt man nur runter. Ich glaube, da braucht man keine Bombe hinlegen. Oder? Naja, bevor wir irgendwas nicht ausprobieren und dann am Ende. Oh, doch, da hätten wir doch eine Bombe hinlegen müssen. Oh. Probieren wir es einfach mal aus. Oh Mann! Ja, also doch. Das wusste ich jetzt wirklich nicht. Auf Herz. Ach, da war ein Herz. Und noch ein blaues Glücksfragment. So langsam sollten jetzt aber andere Glücksfragmente kommen. Ich glaube, hier kommen wir nämlich hoch zu dem. Ah ja, wir brauchen jetzt langsam Bomben. Oh. Ich glaube, in diesen Fässern sind Bomben. Das weiß ich, weil wir jetzt Bomben benutzen müssen. Wir benutzen jetzt erstmal 1, 2. Nehmen uns dann gleich die zweiten Bomben mit. Oh, hier sind auch keine mehr. Dann habe ich eine gute Idee. Wir gehen hoch, runter und machen das eine Fass wieder kaputt. Und schon haben wir unsere 10 Bomben wieder voll. Besser als 10 Stück für 30 Rubine zu kaufen. Oh, gut, wir hätten sie jetzt trotzdem gebraucht. Okay, das ist natürlich nicht so. Ah, gut, scheiß drauf. Das wusste ich jetzt nicht. Oh, gut, dann machen wir das so. Okay. So, jetzt sind wir oben. Hier mussten wir auch zum. Ich glaube, hier mussten wir auch hin. Ich glaube, hier gibt es auch noch was. Ich gucke das aber später. Das heißt, jetzt gucke ich das noch nicht. Das machen wir dann später. So, schauen wir hier nochmal, was es hier gibt. Gut, hier gibt es nichts. Das sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Aber da unten, das könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch ein Eingang ist. Das gucken wir dann später, würde ich sagen, auf den Rückweg. Ich glaube, es gibt gar keinen Rückweg. Ich glaube, wir werden geportet später. Aber das ist erstmal nicht so gut. Hier ist nichts. Da kommen wir nicht hoch.
da kommen wir. Stimmt, das ist der Eingang. Da wären wir jetzt direkt beim Ziel, wenn das so leicht wäre. Okay, wir vögeln hier erstmal so durch. Jetzt brauchen wir eine Bombe. Oh Mann, diese Viecher, die nerven mich langsam. So. Und schon wieder einer. Ich glaube, der ist der Typ, der uns jetzt dieses Ding verkauft. Damit wir die Wände hochklettern können. Tut mir leid, Minanus, ich verkaufe dir auch ein Klettering. Ja, den müssen wir leider kaufen. Was heißt leider? Also gut, dass wir ihn kaufen. Damit können wir jetzt klettern. Ja, danke, bitte, was auch immer. Verkaufst du ihn mir nochmal? Nee, okay, schade. Gut, dann können wir jetzt klettern. Wunderbar. Ja, ich wollte... Ich würde gerne mal gucken. Nee, das klappt noch nicht. Wir können uns doch noch nicht aufladen hier, ne? Nee. Also hier kommen wir noch gar nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder runter und zurück. Gut, das müssen wir uns aber nochmal merken für später dann, wenn wir diese Aufladung haben. So. Stopp. Ich wollte jetzt noch gucken, der eine... Das eine, was mir so... Ja, es ist so... Ja, wie soll man das sagen? Wir müssen ja eh jetzt runter, also können wir ja eh nochmal gucken, ob da was ist. Irgendein Geheimgang. Weil wir müssen jetzt an die ganz, ganz große Kletterwand. So, wir springen jetzt hier mal runter und dann gucken wir mal. Hier gibt es bestimmt was. Das sieht nämlich sehr komisch aus. Wenn nicht, dann ist da halt nichts. Dann ist es mir auch egal. Nein, hier ist nichts. Gut, dann ist es halt nichts. Mensch, ist mir doch egal. Lass mich in Ruhe. Jetzt will ich nur noch sterben. So, hier ist auch nichts. Alles groß, klein, wie auch immer. So, wir müssen jetzt erstmal wieder ganz zurück. Komplett bis zum Anfang des Gongolbergs. Und dann müssen wir erstmal die Wand hinaufklettern. So, dann sind wir jetzt auch wieder unten und gehen jetzt zu der großen Wand, wo die schönen Steine runterplätschelten. Ja, komm, spring über mich drüber. So, dann wollen wir jetzt anfangen, hier mal die Wand hochzuklettern. Lasst mich raten, hier waren wir schon. Ja, war mir klar. Es war mir klar. Es war mir so klar. Hier waren wir schon, Leute. Wir waren hier schon. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Ah, hier geht's noch höher. Hier waren wir auch schon, Leute. Irgendwie fühle ich mich jetzt gerade so ein bisschen verarscht. Hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir nicht durch. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Och, Mensch. Oder hätten wir doch... Ja, scheiße, ich weiß, wo wir lang müssen. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Nee. Hä? LOL? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Wir können uns noch nicht aufladen. Wir können da nicht durch. Also jetzt langsam... Abkürzung zum Fuß des Berges. Okay, wir gehen jetzt einfach mal den Schildern. Wir folgen den Schildern nach. So. Wir müssen... Ha! Ich glaube, wir müssen diesen Pilz benutzen. Den haben wir noch nicht benutzt. Wir sind da noch nicht komplett rüber gejumpt. Entweder... Ja, doch, hier waren wir schon. Aber ich glaube, wir können hier noch hoch. Nee. Ach, von hier sind wir gekommen. Gut, dann... Ah, ja, alles klar. Ich glaube, jetzt weiß es wieder. Ich glaube, wir müssen jetzt hier immer noch weiter, ganz normal. Also, wir haben jetzt die Dings gekauft und jetzt natürlich ganz normal weiter. Jetzt können wir ja auch klettern. So, Gongolmine, Gongolwand. Wand hört sich ja schon mal... Müssen wir jetzt hier runterspringen? Sieht auf jeden Fall so aus, weil es steht Gongolwand. Dann müssen wir hier hoch. Hier waren wir nämlich. Hier geht es ja nicht mehr weiter. Dann, glaube ich, müssen wir zu Gongolwand. Aber dann springen wir doch da unten wieder runter. Irgendwie fühle ich mich, oder doch nicht. Aha! So, wieso habe ich das nicht gesehen hier? Was ist hier? Ach, wir sind einfach in die falsche Richtung gelaufen. So, ein Herz, das können wir noch nicht gebrauchen. Moment, lass mich mal bitte gucken. Das scheint irgendwas Spezielles zu sein. Oder auch nicht. Mann, warum denke ich immer, da ist was? Das sieht alles so komisch aus manchmal, echt. So, dann gehen wir jetzt erstmal. Au. So, ja, habe ich mir schon gedacht. Hier geht es natürlich weiter. So, weg da. Weg, 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 weg. Hier, jumpen wir. So, unsere erste Blitzerfee. Ich glaube, die gibt uns wieder einen größeren Beutel zum Tragen von Geld.
So, das ist das erste Mal. So, wenn wir jetzt hier in eine Bombe legen, die nehmen und sie reinschmeißen, dann kommt was. Da kommt was. Ach ja, diese fand ich immer so schön, diese Feen hier. Willkommen am Brunnen der Abenteuer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen oder diese silberne Bombe? Die goldene, die silberne, weder noch. Weder noch, wir wollen ja ehrlich sein. Du bist sehr ehrlich, deshalb werde ich dir helfen. Große Bombentasche halten, jetzt kannst du mehr Bomben tragen. Ja, okay, Bombentasche, auch gut. Mögest du erfolgreich sein. Ja, gut, komm, okay, scheiß drauf. Ah, wir haben jetzt 30 Bomben, ja, das ist gut. Ich dachte, sie hätte uns jetzt eine größere Goldbeutel gegeben. Aber das kommt auch noch irgendwo bei einer Tante. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier die Dinge weiter. Schauen wir doch mal hier, was hier ist. Hier ist nichts. Gut, ist einfach wahrscheinlich nur so eine Abstelldings. Immer schön weiter nach oben. Nicht nach unten gucken. So, da sind wir oben angelangt, endlich. Ich habe mich schon echt. Da geht's rüber. Was machen wir jetzt? Ah, Moment, da müssen wir sowieso rüber. Wir gucken jetzt einfach nochmal, ob es hier was anderes gibt. Hier gibt's ein. Hier ist ein blauer. Der springt ein bisschen länger, ne? Und trotzdem bietet er nichts. Er bietet nichts. Ich brauche ein Herz. So, dann jumpen wir jetzt mit dem Pilz über die Hälfte rüber. Oh, wir werden schon richtig rot. Katschinga! So, und schon sind wir im Regen. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal klein werden. Das steht schon mal fest. So, jetzt können wir diese Sequenz überspringen. So, dann müssen wir hier erstmal durch. Wieder so ein kleines Plitsch-Platsch-Platsch. Ja, das sind als regnendes Bomben. Passt gut auf, Kindchen, bei unserer jetzigen Größe. Blablabla. Bla, bla. Wir jumpen jetzt hier einfach mal so durch. Die Bomben werden uns nicht treffen. Die schönen, süßen Wasserplättchen. So. Und hier machen wir uns jetzt wieder groß. Und jetzt wird's spannend. Denn hier ist diese Musik immer so dieses. Oh mein Gott. So. Diesen müssen wir jetzt mitnehmen. Und den müssen wir jetzt so vernünftig schieben, dass wir nicht nochmal von vorne anfangen müssen und mit dem Pilz rüber müssen. Denn wenn wir den scheiße schieben, dann haben wir ein Problem und müssen von vorne anfangen. Aber es sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. So. Ja, wunderbar. Steine sind ganz schön schwer, weil früher haben diese Steine mal für mich ausgesehen wie so ein Gesicht. Zwei Augen oben, Mund unten. So eine Ähnlichkeit wie so ein Skelett. Naja, momentan geht das aber alles noch. So. Ja, alles klar. Wunderbar, wir haben es geschafft. Jetzt können wir hier runter. So. Ja, aua. Hier müssen wir jetzt ein bisschen Köpfchen einschalten. Hier habe ich, glaube ich, auch zwei, dreimal gebraucht, bis ich das überhaupt verstanden habe. So. Dann müssen wir zurück. Ich habe was vergessen. Das ist nämlich wichtig. So. Ah, ich liebe es. Ich liebe solche Spiele, wo man mal auch ein bisschen überlegen muss. Aber sieht ja alles ganz gut aus. So, wunderbar. Schon haben wir es geschafft. Schon sind wir fast am Ziel, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich ganz oben am Gongolberg. Jesus Maria, was ist das hier für ein Arsch? Zack. Voll mit dem Hintern. Danke für den Rubin. So, nur mal gucken. Hier müssten Herzen drin sein. Oder auch Bomben. Ah, gut. Egal. Bomben haben wir zwar noch genug. Ah, scheiße. Moment. Ha, ich ha. Ah, ja. Ich erinnere mich. Man muss immer ein bisschen überlegen, aber dann irgendwann findet man das eigentlich auch wieder. Finden? Also man erinnert sich dann. So, hier finden wir, glaube ich, Bomben. Pfeile. Ja, auf jeden Fall Bomben. Ich weiß auch warum, weil wir die jetzt brauchen. Wir müssen die werfen. Jetzt kommen die ersten schönen. Die ersten schönen rätselhaften Knöpfe. So, komm, hier du auch noch. Herz. Chinga! Ja, gut. Okay, super.
Oh, cool. Ist auch mal selten, dass da so ein roter rauskommt. Und ab dafür, nach draußen. So, endlich. Wir haben es jetzt geschafft, glaube ich. Ich glaube, hier sind wir jetzt wirklich schon komplett am Ende. Ja, gut, komm. Machen wir nochmal ein schönes Rätsel hier. Menschenskinder. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Aber das kriegen wir auch noch hin hier, ne? So, wunderbar. Komm, hier nochmal. Hier nochmal. Und da nochmal. Und da nochmal. So, wunderbar. Schüssel, Schüssel. So, die Truhe, da ist ein Fragment drin, das weiß ich. Ha, ein blaues. Wir haben jetzt schon drei blaue Fragmente. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir grüne und rote kriegen. Am besten natürlich rote. So, und damit wir die Minis wieder verstehen, ab dafür klein. So, herzlichen Glühstrom. Wir hätten noch schnell die Passage hier, die Monsterpassage. So. Und da sind wir in der Meltersmine. Jetzt gehen wir natürlich. Moment, wir schauen natürlich gleich, ob die uns hier irgendwie Fragmente vereinen wollen. Wenn sie blaue haben, wäre natürlich super duper cool. Ich glaube, die wollen alle gar nicht. Können wir uns hier ausruhen? Nö. Brauchen wir auch nicht. Wozu denn? Wozu denn auch? Oh, hier geht's auch noch rein. Moment. Hier ist nichts drin. Gut. Wir haben ja eh nur blaue, aber wir können trotzdem gucken, ob irgendjemand möchte. Ne, der möchte auch nicht. Hier ist auch niemand drin. Keiner möchte mit uns Fragmente vereinen. Mann, jetzt haben wir schon ein paar. Und trotzdem will keiner. Das ist richtig, richtig fies, finde ich. Er will nicht. Er will nicht. Er will auch nicht. Ja gut, komm. Quatschen den wir mal an, weil wir müssen ihm jetzt unser Schwert geben. Grüne Kleidung, komische Mütze, du musst Vene sein. Hab vom Ältesten im Wald gehört, ich heiße Meltai und bin hier der Chef. Es gilt, das heilige Schwert zu schmieden, um die Prinzessin von dem Fluch zu befreien, nicht wahr? Das Schwert der Minis kann die Kraft der Elemente aufnehmen. Gib mir das zerbrochene Schwert der Minis, ich helfe der Prinzessin gern. Ich werde das Schwert erneuern, damit es zum heiligen Schwert werden kann. Jo, hier viel Spaß kannst du haben. Es wird eine Weile dauern, bis es fertig ist. Geh inzwischen das Element suchen. Hier in der Nähe befindet sich eine Mine. Sie wurde vor langer Zeit von den Menschen geschaffen. Gut, dann wollen wir mal mit der Arbeit anfangen. Ja, wunderbar. Viel Spaß. Ich wünsche euch viel Glück. Ja, die machen wir und wir holen uns jetzt das Element. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr jetzt in diesem Part machen. Wir werden einfach nur den Typi mal rausgehen lassen, dass wir hier durchkommen. Dann werden wir uns schnell groß machen und dann würde ich sagen, speichern wir und machen dann auch weiter. Wir speichern aber in der Mine, sonst müssen wir nämlich den ganzen Gongolberg wieder hochlatschen. Träger der heiligen Macht des Windes, Flügel mögen nun euch tragen. Ja, bla bla bla. So, unser zweiter. Zweites. Ich sag's jetzt noch nicht, ich will es noch nicht verraten. Unser zweite. Oh, zweites Element. Zweites. Na, egal. Ich sag's euch irgendwann. Höhle der Flamme. So, das erste, was wir jetzt machen, ist. Ja. Zacki, zacki. Nix, zacki, zacki. Erstmal leben. So, wieder rein und raus, raus und rein. Und wir speichern jetzt zum zweiten Mal. Speichervorgang und erledigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im Part 3, wenn wir dann die Höhle der Flammen betreten. Betreten haben wir sie schon, aber wenn wir sie spielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!